Dieses, was Adenauer immer gepredigt hatte, starke Politik, diese Vorstellung, wenn man ordentlich rüstet, dann ängstigen sich die Russen so, dass sie eines Tages also auf den Knien legen werden. Das habe ich immer für einen Blödsinn gehalten. Aber dieses, wenn der an diesem 17., nach diesem 17. Juni, erinnere ich mich, dass ich schrieb, zum ersten Mal nachher haben das viele Leute geschrieben, rüsten und reden muss man. Hat keinen Zweck, nur zu rüsten. Es gibt dann diese furchtbare Eskalation nach oben, die wir erlebt haben. Nein, man muss auch wieder innehalten und reden. Das war das eine. Dann weiß ich noch, dass mir da aufging, die Wiedervereinigung ist unvermeidbar. Die kommt eines, weiß Gott wann, aber sie kommt. Und das Dritte, was mir klar wurde, war, Berlin muss wieder Hauptstadt werden. Ja, immer geholfen in Diskussionen, die ich natürlich viele bestreiten musste, habe ich immer gesagt, kein Territorialverzicht. Den würden uns die, wenn die Polen uns den Gewaltverzicht nicht glauben, dann glauben sie uns den Territorialverzicht schon gar nicht. Sie selber haben auch in der Zeit, wo sie geteilt waren, nie verzichtet auf ihr Land. Und damit habe ich mich eigentlich so über Wasser gehalten, bis zur Brandtschen Ostpolitik. Und dann war mir klar, also nun muss man entweder oder, jetzt muss man Ja sagen.